sie fast gefangen. Ja, ja, beinahe. Uff. Gigi Superwurf. Fang! Ah, ah. Oh. Lacht nicht. Das war ich nicht. Das kriegst du zurück. Wer ist das? Was ein tolles Kostüm. Es hat eine Krone dabei. Fasst sie nicht an. Sie ist eine Fantasy. Eine was? Ich habe über sie in einem Comic gelesen. Ich weiß alles über den Fantasyberg. Du bist wirklich fantastisch. Die Arme. Kommt, wir bringen sie zurück zu meinem Haus. Das reicht jetzt. Akzeptier es einfach. Du kannst nicht fliegen. Hey, ich lerne noch. Aber ich bin sehr gut darin, die Zeit anzuhalten. Haha, die Zeit anhalten. Was für eine Superkraft. Das ist Superkraft. lecker. Na komm, wir müssen Feli finden. Hey, ich mache es wieder gut. Wo bin ich? In unserem Tal. Und wer bist du? Ich bin Feli. Wo kommst du her? Vom Fantasyberg. Durch das Portal. Oh je, sie hat sich wohl den Kopf gestoßen. Sie ist in einem schlechten Zustand. Nein, ich sag's dir doch. Sie ist eine Fantasy. Hast du Superkräfte? Kannst du fliegen oder verschwinden? Gibt es da wirklich eine Wolkenrutsche? Da ist sie, entspannt wie eh und je. Komm schon, lass uns gehen. Wow. Nein, warte. Feli, wie komme ich zum Fantasyberg? Durch das Portal. Sucht nach dem Herz mit Flügeln. Man wird es nicht immer sehen. Klatsche dreimal, halte deine Hände an den Kopf. Dann halt die Hüfte, hüpfe nach vorne und dann nach hinten. Je mehr du dich bewegst, desto schneller öffnet es sich und rufe. Ein Schritt nach hier, ein Schritt nach da und das Fantasy-Portal erscheint, na klar. Du hattest recht. Glaubt ihr mir jetzt? Gehen wir zum Fantasy-Berg. Aber wie sollen wir das Portal finden? Hä? Ich komme gleich. Ich muss nur noch meine Sachen holen. Ein Schritt nach da und das Fantasy-Portal erscheint. Na klar! Ja! 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 Wow! Wow! Gigi hatte recht, das ist die Wolkenrutsche. Oh, schau! Deine Fliege! Oh, sie ist ein Diamant! Willkommen, wir haben Gäste. Sie ist unsichtbar. Sie fliegt. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Jetzt komme ich! Superkräfte. Heute gehe ich zum Springbrunnen. Ja!
denn? Habt ihr den Trick gesehen? Wir haben nur gesehen, wie du verrückt herumgeflogen bist. Es ist jeden Tag dasselbe. Du musst aber viel vorsichtiger sein. Beinahe hättest du meine schöne Blume kaputt gemacht. Und meine Tröte gleich mit. Und mich stresst das total. Ich dachte, dass ihr euch darüber freut. Ich bereite euch nur Probleme. Ich bin eine Katastrophe. Dann höre ich eben auf mit dem Fliegen. So kann ich wenigstens niemanden ärgern. Wenn niemand fliegt, steht die Luft still. Und auf dem Fantasyberg wird sich nichts mehr bewegen. Ich habe Marshmallow-Törtchen in meinem Ofen. Kannst du für mich darauf aufpassen? Ich bin sofort wieder zurück. Klar. Wenn du ein Geräusch hörst, flieg runter und mach den Ofen aus, okay? Ja, klar. Oh. Ich habe meine Tröte vergessen. Kannst du sie kurz rüberfliegen? Nein, ich flieg nicht mehr. Bringen Sie das in mein Haus? Bitte. Das ist Farbe für die magischen Pinsel. Ich muss los zum See. Danke. Das musst du probieren. Ein neuer Geschmack. Okay. was wollte ich nochmal? Ach ja, die Tröte. Oh nein, Rosis Farbe. Die magischen Pinsel, die malen mit Eiscreme. Was habe ich getan? Oh, die Marshmallow-Törtchen. Das ist ein Albtraum. Die Tröte. Oh. Hey du! Gib sie her! Nein! Schau dich hier doch mal um. Dann kannst du deine Gabe erkennen. Das war ich? Verstehst du das nicht? Du hast noch nie mit dem Fliegen aufgehört. Und wenn du es doch tust, wird hier alles stillstehen. Du hältst alles am Laufen. Du musst wieder fliegen. Aber das Fliegen bereitet nur Probleme. Und ich will keine Probleme machen. Ich werde nicht fliegen. So ist das nicht. Denn Fliegen ist ein Teil deiner Natur. Du musst dabei nur noch etwas vorsichtiger sein. Das ist alles. Also, flieg! Ich bin gleich zurück. Vertraut mir. Ja! Die Tröte. Danke, Jenna, das war unglaublich. Ich hab das Fliegen so vermisst. Fantasy Magic Team! Ich brauche nach all dem Trubel ein langes Nickerchen. Cry Babies, Cry Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Cry Babies. Der magische Zauberstab. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme, Lisa.
Du kannst nicht weit weg sein. Schauen wir mal hier. Und hier. Und da. Hab dich. Komm her, Lisa. Ich hab dich gefunden. Nicht nochmal verstecken. Nicht schummeln. Lisa, wo bist du? Lisa? Ah. Wow, wie toll. Ah. Oh, was ist das für ein Buch? Fantasy World. Hm? Ah, es geht nicht auf. Lisa! Oh, schau doch mal. Ein Zauberstab. Was ist los? Das ist ein toller Zauberstab. Besser als meiner. Hä? Lisa? Was ist mit dir passiert? Hm? Wow! Der ist wirklich magisch. Probieren wir ihn aus. Sollen wir teilen? Okay, deine Hälfte, meine Hälfte. Aber du hast mein Stück gegessen. Nein, hab ich nicht. Das warst du. Du lügst. Ich will meinen Kuchen. Ich lüge nicht. Sch. Gewonnen! Unmöglich. Diese Figur war aber vorher nicht da. Du betrügst. Du nennst mich ein Betrüger? Mich? Ich meine es ernst. Hol den Ball, Spot. Na komm schon, nochmal. Du bist so lustig, Spot. Schau, was du gemacht hast. Schaut mal, ich wusste es. Jetzt ist auf einmal alles klar. Du warst das. Deinetwegen habe ich keinen Kuchen bekommen. Entschuldigung, das war keine Absicht. Findet ihr das nicht lustig? Für dich vielleicht. Wegen dir habe ich verloren. Das macht keinen Spaß mehr, weißt du? Oder mit Kuchen beworfen zu werden. Ich gehe. Ich auch. Geht bitte nicht. Es war nur ein Spiel. Ich habe einen Zauberstab. Schaut. Ich hab's. Vertrau mir. Hopp. Und hopp. Entschuldigen. Ich wollte nur meinen Zauberstab ausprobieren. Wir fühlen uns schlecht, weil wir uns über dich geärgert haben. Wir wissen, du hast ein gutes Herz. Magic Tears! Ja! Ja! Wow, was für ein Kuchen! Ja! Super Schachtel! Wow! So toll! Danke, Lala. Jetzt macht das Spaß. Wartet ab, was ich mit dem Zauberstab noch alles machen kann. Oh, er lag genau hier. Und Lisa? Hat jemand Lisa gesehen? Lisa!